Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Gary Washington. Was wäre wenn, produziert von Civil, ich weiß es leider gerade nicht, wie man es ausspricht, sorry. Ja, ich habe mega Bock, Gary Washington Comeback, Alter. Ich weiß nicht, wie lange wir keine Mucke mehr von ihm gehört haben. Ist auf jeden Fall ein Weilchen her. Ich habe mega Bock, ich habe die Dinger von ihm früher hart gefeiert. Verfolge ihn halt wirklich schon eine ganze Weile, seit VBT, damals eigentlich JBB, ihr wisst alle Bescheid, denke ich. Ich denke mal, die meisten werden ihn halt aus dem VBT, beziehungsweise natürlich später dann aus dem JBB kennen, ganz klar, so JBB 2014. Und ja, ich würde sagen, wir gönnen uns. Ich laber gar nicht mehr lange um den heißen Brei, Freunde, let's do it, Alter. Directed by Adam Spy, das Video. Gönnung. Gary fucking Washington. Nice Instrumental auf jeden Fall. Video fängt auch sehr stylisch an. Ah, ich habe wirklich Gary vermisst, man. Also alleine Gary Land oder so, wie lange oft ich mir das früher reingezogen habe. Richtig krass, wenn ich mir im Nachhinein überlege, wie oft ich dieses Lied wirklich gehört habe. Ich glaube, Garyland habe ich mit Abstand am meisten gehört. Ich fand das richtig geil damals. Der Wind trägt die Blätter im Herbst, bis sie irgendwann mal einen Platz finden, wo sie verenden. Ich stehe vor mein... Tut das gut, seine Stimme wieder zu hören, ne? Der Wind trägt die Blätter im Herbst, bis sie irgendwann mal einen Platz finden, wo sie verenden. Ich stehe vorm Altar, denn ich spür keinen Wind, deshalb bete ich zu Gott mit erhobenen Händen. Die Vase zerbricht und die Scherben, sie schneiden sich in meine Haut, aus mein Face sich im Blut spiegelt. Und ja, die Erkenntnis kommt schnell bei dem Anblick, man sieht es, mir geht es nicht gut. Das Feuer der... Oh, nice, Digga. Nice. Von der Thematik her auch sehr interessant jetzt tatsächlich. Gefällt mir. Packt mich. Ballert einfach. Bockt. Junge, endlich Gary Washington back, Alter. Gio und Gary Washington, beide wieder da, Alter, an einem Tag. Wie Weihnachten für mich, ey. Ja, die Erkenntnis kommt schnell bei dem Anblick, man sieht es, mir geht es nicht gut. Das Feuer der Kerze erlischt, doch das Licht am Ende des Tunnels ist greller denn je. Im Inneren der Dunkelheit trennen sich Wege, was an sich doch gut ist, nur wenn man's versteht. Das Ende der Straße ist langsam in Sicht und ich spüre, die Kälte durchdringt meinen Körper, sie nimmt mir das... Für Gary-Verhältnisse echt ungewohnt, dass man so krass auf den Text quasi achtet und so in eine Story mit reingezogen wird quasi, ne? Weil normal droppt Gary eigentlich immer einfach ein paar Lines so und es klingt einfach fett, ne? Also zumindest war es bei der Mucke bis jetzt so meistens, Gary droppt was, das float geil, das hat einfach mega den Vibe und dann feiert man das einfach ab. Hier hat man tatsächlich jetzt mal so ein bisschen den Fokus auf dem Inhalt auch, ne? Ob man will erfahren, was geht denn in ihm vor, so was erzählt er mir jetzt gerade so, ne? Float dabei noch mega nice. Video sehr, sehr stylisch. Gefällt mir alles bis jetzt sehr gut. Das Ende der Straße ist langsam in Sicht und ich spüre, die Kälte durchdringt meinen Körper. Sie nimmt mir das letzte Stück Hoffnung und sorgt dafür Hass und Bedrängnis, um Trebig zu fördern. Es ist die Oberliga. Ich brauche bloß Sativa und mal dir die Mona Lisa. Sofort nieder, sitzt da wie ein Pokerspieler, der seine Chips auf sein Leben setzt, während ne Opern-Diva über das singt, was sie so verletzt. Digga, ungelogen. Es gibt halt manchmal Musik, die findest du entweder richtig kacke oder du fühlst diesen Vibe so komplett, ne, und feierst das richtig. Und ich bin hier gerade richtig into it, ne. Ich fühle das gerade richtig. Irgendwie packt mich das gerade mega einfach. Diese ganze Atmosphäre, die hier aufgebaut wird, vor allem auch durch diesen Beat und in Kombination mit dem Video, mit dem Düsteren und seine Stimmlage und so, bah, Digga, richtig geil. Na Opern-Diva über das singt, was sie so verletzt. Es ist die Oberliga. Das ist der letzte verdammte Scheißtropfen, der in dieser Wüste so langsam verdunstet und aufgeht, als wäre nie etwas gewesen, denn ja, ich bin müde von all dieser Kunst, so wie wenn... Boah, das ist so gut, ne? Ungelogen, das ist einfach gut. Sorry, das ist geil.
Also ich kann da jetzt gerade gar nicht groß zu viel sagen, weil ich fühle das gerade einfach. Ich will das. Ich, am liebsten würde ich gerade wirklich mal ausnahmsweise gar nicht pausieren, mich nur komplett auf die Atmosphäre einlassen hier, ne? Und aufgeht, als wäre nie etwas gewesen. Denn ja, ich bin müde von all dieser Kunst. So wie wenn hungernde Menschen die letzten Reserven verlieren und ihnen kein Ausweg mehr bleibt, außer Aufmerksamkeit mit einer Gun in der Hand in der Bank zu erregen und rausgehen als reich. Ja, die Welt ist einmal zu schätzen gewusst, aber ist leerer geworden und geht in die Brüche. Dann ist einmal etwas perfekt, dann versuchen die Menschen es plötzlich mit Fehlern zu schmücken, ihr Leben zu. Richtig gut. Und wie gesagt, für Gary Washington ungewohnt eigentlich, dass man hier so auf den Text krass achtet. Und wirklich auch in so eine, ja, Story würde ich es jetzt nicht nennen. Storytelling ist es ja jetzt nicht unbedingt. Aber wirklich auch mal krass geiler Inhalt hier, meiner Meinung nach. So gut verpackt in schönen poetischen Lines einfach. Dieser ganze Vibe, die ganze Atmo ist halt einfach echt mega killer. Ich finde den Beat so sexy, ne? Wusst, ob es leerer geworden und geht in die Brüche. Dann ist einmal etwas perfekt, dann versuchen die Menschen es plötzlich mit Fehlern zu schmücken. Ihr Leben zu führen mit voller Glückseligkeit. Was soll das bringen und wo soll das sein? Denn ich stehe vor der Klippe und parallel vor der Entscheidung zu springen oder noch bleiben. Was wäre, wenn die ganze Menschheit einfach plötzlich an dem Leben hängt? Würde das klappen oder wäre das zu vehement? Alter, so vehement, das ist so geil betont auch, ne? Würde das klappen oder wäre das zu vehement? Auf allen gottverdammten Ebenen. Sag mir, was wäre, wenn die ganze Menschheit einfach plötzlich an dem Leben hängt? Würde das klappen oder wäre das zu vehement? Auf allen gottverdammten Ebenen. Ich ertrinke in einem Meer voller Verzweiflung, es kommt nicht raus, denn es ist schwer. Ich sinke immer tiefer, der Grund des Meeres. Also ich muss auch mal an der Stelle, wie gesagt, Vibe unnormal, geile Atmo und auch mal wirklich Riesenprops für das Video. Das ist gerade wie ein Trip, Alter. Ungelogen würde ich jetzt gerade nicht hier aufnehmen, noch mit Scheinwerfern, die auf mich leuchten und mir die Fresse halb wegburnen durch ihre Hitze. Würde ich das jetzt gerade mir einfach komplett in einem dunklen Zimmer geben, dieses Video, für mich alleine so ganz. Ich glaube, ich würde komplett versinken in diesem Video, ne? Und in dieser Mucke. Krank. Was man für einen Vibe und für eine Atmosphäre schaffen kann, Gary Washington ist für mich auch jemand, der einfach einzigartig ist. Und das hier noch in Kombination mit so einem geil gemachten Video, Props dafür nochmal auch mega nice, Alter. Voller Verzweiflung, es kommt nicht raus, denn es ist schwer. Ich sinke immer tiefer, der Grund des Meeres kommt mir näher. Die Luft hält mich sehr, bis ich brauche Hilfe, aber wer kann mich denn hören? Ich sehe keine Menschen mehr. Alter Schwede. Holy moly, das nenn ich mal Vibe, Alter. Das nenn ich jetzt einfach mal Vibe. Was ein Comeback. Feier ich. Ich. Bah, Digga. Ungelogen. Gerade erst Gio reingezogen mit seinem Comeback. Mega nice. Jetzt Gary Washington mit Comeback. Mega nice. Das ist endlich mal wieder ein schöner Freitag für jemanden, der einfach Rap-Musik mag, der Vielfalt teilweise auch mag. Ich bin nicht nur Oldschool unterwegs, ja, ich mag auch Vielfalt und ich mag vor allem, wenn jemand einfach nicht nur irgendwelche Plastikmucke macht, sondern sich Gedanken macht über Mucke, wo du einfach merkst, der fühlt das, was er macht und der macht das nicht nur wie Fließbandarbeit und noch 15 Schema F, wenn einfach jemand Kunst macht und das wurde hier gemacht, Alter. Deswegen bitte, bitte Support auf jeden Fall dalassen für Gary Washington Songwald Stream. Link zum Original bei YouTube natürlich auch, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Leute. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt bitte vor allem gesund und ciao.